Die 1928 eingeweihte Kolumbuskaje in Bremerhaven wird nach rund 90 Jahren Betriebszeit für die Zukunft ertüchtigt. Rund 20 Meter entfernt von der jetzigen, in die Jahre gekommenen Kaje, wurde eine Spundwand in die Weser gerammt. Der Zwischenraum zwischen der alten Kaje und der aus 11.000 Tonnen Stahl bestehenden neuen Spundwand musste mit Sand verfüllt werden. Etwa 120.000 Kubikmeter Sand wurden benötigt. Ein Transport mit dem LKW hätte 9 Monate gedauert. Ein bei solchen Baustellen übliches Verfahren ist die Sandaufspülung mittels Baggerschiff, wie es am Liegeplatz 4 in Cuxhaven praktiziert wurde. Das Problem dabei: der aufgespülte Sand muss über Monate entwässert werden. Der Cuxhavener Unternehmer Lutz Machulez-Hellberg überzeugte Bremenports von einem Einsatz der Spauer. Das Schiff ist als Seekies-Lieferant ständiger Gast bei der Cuxhavener Machulez-Gruppe. Die Besonderheit der Spauer: das Schiff schürft den Sand in der Außenweser und schon auf dem Transportweg zur Baustelle wird dem Baggergut mit einem Vakuumverfahren so viel Wasser entzogen, dass es beinahe trocken an der Baustelle angeliefert wird. Das 150 Meter lange Schiff des niederländischen Familienunternehmens, den Herder, entlädt seine Fracht von 6.500 Tonnen Wesersand Zentimeter genau über ein bordeigenes Förderband. 10 Tage waren für die Verfüllung der Baustelle eingeplant, tatsächlich hat die Spauer nur 7 Tage benötigt, ein wichtiger Zeitgewinn, denn bereits in 4 Wochen soll mit dem Betonbau an der Kaje begonnen werden, damit die Fläche bis zum Beginn der Sturmflutsaison befestigt sein kann.